Was ist denn eigentlich dein Verständnis oder deine Definition zu Decentralized Finance? Ja, Decentralized Finance ist sozusagen die dritte große Erzählung, könnte man fast sagen, ja? Also aus dem Blockchain-Bereich. Die erste große Erzählung ist die, die Satoshi Nakamoto in die Welt gesetzt hat. Ja? Also eigentlich ein Electronic Cash System, aber heute das, was Bitcoin geworden ist, was davon abweicht, aber was schon man sagen kann, ist ist die Legacy von Satoshi. Ja? So. Die, auch wenn er eine andere Intention hatte, meiner Meinung nach. Trotzdem würde ich sagen, das ist die erste große Erzählung. Die zweite große Erzählung kann man auch ein bisschen als Unfall be beschreiben. Ja, das ist das, was auf Ethereum passiert ist, in dem ICO-Boom. Ja, da ging es darum, also die große Erzählung, die dahinter steht, den die wenigsten Leute wirklich kennen, ist, dass Blockchain als Koordinationssystem für Interessen gesehen wird, das effizienter ist als Firmen. Da fallen einerseits die DAOs hinein. Ja. DAOs sollen die Beteiligten ja besser repräsentieren oder die Interessen der Beteiligten besser repräsentieren als existierende Organisationsformen zwischen Menschen. Und ICOs sind auch auf eine Art und Weise dezentrale Organisationen oder Vehikel zur Gründung von dezentralen Organisationen. Und diese Erzählung, die ist ja sozusagen in einem großen Feuerwerk untergegangen in der ersten großen Blase 2018 ungefähr. Und DeFi ist jetzt die dritte große Erzählung, die aus dem Blockchain-Gedanken entstanden ist. Bei Satoshi weiß ich es nicht so genau. Dem ging es wirklich sehr viel darum, Sound Money zu erzeugen. Ja? Also wertbeständiges Geld, was weniger ausgedacht ist als das Geld, was Regierungen ausgeben und weniger Vertrauensmissbrauch gegenüber empfänglich ist. Aber die Ethereum-Erzählung von ganz von Anfang an, also wenn man sich das White Paper von Vitalik durchliest, ist stark auf Finanzen ausgerichtet. Darauf ausgerichtet, dass Geld eigentlich ohne Finanzen überhaupt gar nichts ist. Und ich müsste jetzt etwas weiter ausholen, um das zu erklären, was das bedeutet. Also, dass also eigentlich das Finanzwesen sogar vor dem Geld da war, so seltsam, wie sich das auf den ersten Blick anhört. Aber debt the first 5000 years, also wie heißt das auf Deutsch? Irgendwas mit Schulden die ersten 5000 Jahre. Beschreibt das sehr anschaulich. Da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Es ist ja ein Anthropologe, der da über Finanzideen, über Finanztheorie spricht. Ich fand das sehr einleuchtend, dass die Leute nicht zuerst Waren getauscht haben und dann gemerkt haben, dass das nicht so effizient ist. Die Leute haben nie Waren getauscht in größerem Maße. Das ist höchstens mal zwischen isolierten Gruppen, da sind mal hier ein paar Ochsen hin und her und ein bisschen Wein in die andere Richtung eins zu eins getauscht worden. Was aber das tägliche Leben angeht, waren schon immer Finanzprodukte die Art und Weise, wie man miteinander auf wirtschaftlicher Ebene kommuniziert. Ich bin also zum Schmied gegangen und habe gesagt, mein Pferd muss beschlagen werden. Er hat mir mein Pferd beschlagen. Dafür hat er nichts genommen. Aber in meinem Kopf existiert in diesem Moment ein Finanzinstrument. Ich schulde diesem Schmied etwas. Und das hat er später zurückgekriegt. Diese Schuld hat man dann denominiert in Währungen, in Recheneinheiten, zum Beispiel Weinfässern, ne, oder Ochsen. Ochsen, ein ganz beliebtes Beispiel. Aber Ochsen sind zwischen Schmied und Bauer niemals hin und her gegangen. Der Bauer hatte vielleicht im Kopf, ich schulde dem Schmied einen halben Ochsen. Aber das ist ein Finanzprodukt, ein virtuelles Finanzprodukt. Virtuelles Geld hat existiert, bevor reales Geld existiert hat. Geld in Münzform ist dann in die Welt gekommen, als es Nationalstaaten gab. Und eigentlich braucht man Münzen erst dann, wenn man Steuern hat. Damit kommt Geld in die Welt. Wenn man jetzt sozusagen der Bogen zurück zu DeFi spannt, ja, dann ist eigentlich virtuelles Geld oder souveränes Geld wertlos, wenn du es nicht auch verwenden kannst. Und damit meine ich jetzt nicht Waren kaufen und sowas, das ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn du damit nicht auch die Dinge tun kannst, die unsere Wirtschaft wirklich antreiben, nämlich Finanzinstrumente ausstellen. Ja, die Cambrian Explosion im Wirtschaftswachstum ist gekommen in dem Moment, wo Produkte im größeren Rahmen auf der Weltbühne erschienen sind. Also es gibt unterschiedliche Zeitpunkte, wo man das festmachen kann. Es gab auch schon welche im alten Rom, es gab auch schon welche in China. Aber im Mittelalter in den Küstenstädten Italiens ist dann sozusagen der erste große Boom gekommen. Da konntest du dann ein Schiff ausrüsten, ohne das Geld zu haben, ein Schiff auszurüsten. Und nur dadurch wurden diese ganzen Fahrten und Handelsbeziehungen überhaupt möglich. Wenn alle immer erst das Geld gehabt haben müssten, bevor sie ein Schiff ausrüsten können, der ganz viel dieser Sachen nicht passiert. Und ab da ging es explosionsartig mit größeren Umverteilungen durch Kriege und politische Verwerfungen, Neustarts, eigentlich nur noch aufwärts. Und zwar
explosionsartig. Es geht einher mit den anderen explosionsartigen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen, die wir seitdem erlebt haben. Ich vereinfache jetzt doch durchaus, ja? Aber genau das, also für mich ist eigentlich, um jetzt auf DeFi zurückzukommen, virtuelles Geld oder souveränes Geld, was Sound Money, es gibt keine so gute Übersetzung dafür, ohne dazugehöriges Finanzsystem, was mit diesem Sound Money auch Dinge anstellen kann, fast, also höchstens die Hälfte wert. Also das ist praktisch wie das erste Puzzlestück, was du brauchst, zu einem Gesamtsystem, was dann auch wirklich eine Bedeutung hat. So sehe ich DeFi. Und bei Ethereum war das von Anfang an die Idee. Dadurch, dass man dieses Sound Money, als dass sich Ethereum oder Token, die auf Ethereum basieren, ja durchaus verstehen, das mag ein Bitcoiner anders sehen, aber erst wenn sich das programmieren lässt, erst wenn sich solche Vereinbarungen treffen lassen, erst dann wird überhaupt das Potenzial entfesselt. Und das, ich meine, ich bin ein ethisch denkender Mensch. Weder die Cambrian Explosion im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich, noch die wissenschaftliche, noch das, was wir jetzt in DeFi sehen, ist nur gut. Man kann es mit der Atomkraft, mit der Nutzung der Atomkraft vergleichen. Also es ist gefährlich und hat großes Potenzial.